Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 15 Karrieremodus. Heute geht es gegen den VfL Wolfsburg. Und in der letzten Folge habe ich vergessen zu sagen, dass Bayern gegen Leverkusen spielen musste und die einen Unentschieden gemacht haben. Das heißt, wir sind wieder an Bayern dran und heute müssen wir 3 Punkte einfahren. Ich habe auch nochmal an der Taktik was geändert, an den einzelnen Spielerläufen und so, wie sie sich orientieren müssen und so. Also alles ein bisschen umgestellt. Vielleicht ergibt sich da ja nochmal was Gutes. Und falls ihr im Hintergrund irgendwas hört, ich habe das Fenster offen, weil es ist so richtig heiß hier drinne. Und da muss ich das Fenster mal ein bisschen aufmachen. Und das kann eben sein, dass ihr dann von draußen was hört, weil ich bin relativ nahe an der Straße. Also keine Hauptstraße oder so, aber einfach halt an einer Straße. Und es gibt schon den ersten Freistoß für den SC Paderborn in der 3. Minute. Mal schauen, wer da Freistoß Präzision. Francic hat da 67. Der wird das Ding jetzt da reinzirkeln. Gefährliche Situation. Aber der Keeper, Benaglio, wenn es noch Benaglio ist, hält da ganz gut. Ist ja auch Schweizer Qualität. Wemmer! Ja, es ist noch Benaglio. Und ich habe heute viel umgestellt wieder in der Mannschaft. Also mal ein bisschen umgestellt, dass auch alte Spieler, die älteren Spieler im Verein natürlich, wieder mal ein bisschen Einsatzzeit bekommen. Bakar jetzt auf Kevin De Bruyne. De Bruyne? Und da macht das er gut. Gefährliche Situation. Aber Berend muss da nicht mal eingreifen. Das war nicht ganz so gefährlich, wie es ausgeschaut hat. Wieder Kevin De Bruyne. Der Junge ist so richtig awesome. Der gefällt mir auch richtig gut. Also das wäre vielleicht mal so ein Spieler, den ich gerne mal verpflichten würde. Oder ausleihen halt, egal was oder wie oder wo. Gute Chance, wieder Berend hält, aber. So, schön. Dux ist da durch. Hat da nur noch Benaglio vor sich. Und er scheitert an Diego Benaglio, dem Schweizer oder nicht mehr Schweizer Nationaltorwart. Ich muss mich da korrigieren. 32 Einsätze für De Bruyne, 23 Jahre. Das heißt, er hat jedes Spiel bis jetzt gespielt in der Bundesliga. Weil es ist heute der 32. Spieltag. Wenn ich mich nicht täusche, Riesenchance für Dux. Und Benaglio muss sich da zum ersten Mal so richtig lang machen in der 14. Minute. Also das wird mir heute ein richtiger Knaller, dieses Spiel. Vielleicht werden wir nicht so viele Tore sehen, aber Chancen gibt es hoffentlich oder hat es schon relativ viele gegeben. Luis Gustavo, Perisic, Fehler von Perisic, nicht gut. Und dann Francic, da ist durch, Francic. Und das ist natürlich eigentlich keine Aufgabe. Boah, was eine Parade. Was eine Traumparade von Diego Benaglio aus dem Rückhalt. Macht er das noch? Es gibt eine erneute Ecke für den SC Paderborn von Quali. Bringt da lange hinein, aber da steht niemand. Jetzt Bakar mit der Konterchance. Macht's doch alleine. Boah, Riesenruckler. Kann vielleicht eigentlich auch ein wenig am Regen liegen. Bakar. Schön im Zusammenspiel mit Luis Gustavo wieder. Bakar und schöne Grätsche. Es gibt Ecke für den VfL von Ivan Perisic. Ja, was war denn das für eine Ecke, bitte? Da muss man sich aber selbst mal fragen. Bei Wolfsburg, was war das? Und natürlich spielt mein Lieblingsspieler auch bei Wolfsburg. Nämlich Ricardo Rodriguez, der Schweizer Nationalheld der linker Verteidigungsposition. Der ja einen Stammplatz da hat. Oh, das war jetzt gar nicht gut. Ich habe eigentlich bei Dux eingestellt, dass er ein Läufer ist. Also, dass er da auf die langen Bälle angewiesen ist. Aber das geht irgendwie momentan gar nicht auf bei ihm. Oh, das gibt jetzt eine gelbe Karte.
Ja, ich glaube für Baka war's, wenn ich mich nicht täusche. Es geht sogar rot. Oder ist das Gustavo? Es ist Luis Gustavo. Der ZDM. Oh. Zu 10 muss Wolfsburg jetzt da gegen uns vorgehen. Keine einfache Aufgabe für die grünen Wölfe. Aber mal schauen. Offensiv sind sie sicherlich noch aktiv mit Kevin De Bruyne, Baka, Perisic und all die Spieler, die es da ja noch gibt. Riesenchance. 32. Minute zu 10. Das sollte eigentlich nicht passieren, dass wir jetzt hier noch eigentlich ein Gegentor kassieren. Aber wenn es denn so kommt, ja, dann kommt es halt so, dann können wir nichts machen. Wer ist denn das? Den Namen kenne ich gar nicht. Jetzt erstmal Trash auf der rechten Seite. Baka auf Ivan Perisic. Schönes Doppelpassspiel. Und schöne Grätsche von Strodik. Wenn es Strodik war. Ich war mir da, ich bin mir jetzt da nicht mal so sicher. Also was Wolfsburg jetzt sicherlich machen muss, ist Druck machen. Also die müssen jetzt einfach offensiver stehen. Aber das ist halt die Gefahr nach hinten, dass da nicht gut gedeckt wird. Oder halt defensiv nicht, dass man da nicht gut orientiert ist. Und dann halt Fehler oder halt... So, meine Freunde, ich bin wieder da. Es gab einen kleinen Zwischenfall und zwar war meine Festplatte einfach voll und dann hat es aufgehört aufzunehmen. Ich habe eigentlich gar nichts verpasst. Es geht jetzt weiter. Das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass der Vollbildmodus halt nicht mehr da ist. Aber ich weiß nicht, ob das überhaupt einen Unterschied macht. Wenn ja, tut's mir leid, dann ist es nur für diese Folge so. Weil ich kann jetzt nicht einfach aus dem Spiel gehen und einstellen. In-game kann ich es irgendwie auch nicht. Oh, außer ich finde es nicht, bin einfach irgendwie zu doof oder zu blöd. Aber ich hoffe, es stört euch jetzt nicht. Kachunga. Kachunga. Kachunga, komm schon. Boah, da fällst du aber wie eine Schwalbe. Pfosten. Gibt's das? Meine Fresse. Ist hier Power angesagt. Aber eben, wie gesagt, ich hoffe, man sieht unten die Windows-Leiste nicht. Also, es würde mir jetzt echt noch die Aufnahme versauen. Quali. 1-0! 45. Minute, gibt's das? Schöne Flanke von Quali. Kopfball von... Ja, wer ist es? Elias Kachunga. Und ich hoffe, dass die Aufnahme für jetzt noch reicht. Also, sonst muss ich denn da in der Pause nochmal schnell ein bisschen mehr löschen. Also, wirklich Ordner löschen und auch die Festplatte noch ein bisschen leeren. Das will ich eigentlich einfach gar keinen Bock auf das. Sondern ich habe jetzt Bock auf FIFA und zwar Bock auf Paderborn. Und wir sehen, es läuft ja richtig gut. Und jetzt Chance, Elias Kachunga. So, meine Freunde, es hat schon wieder einen Unterbruch gegeben. Und ich glaube, es wird auch in dieser Folge noch weitere Unterbrüche geben. Ich werde es jetzt einfach so machen. Und zwar werde ich bis... Wie soll ich jetzt das sagen? Ich werde jetzt einfach nicht aufnehmen und einfach am Schluss das Resultat euch zeigen. Ja, das wird euch wahrscheinlich nicht gefallen. Aber ich muss es tun. Weil ich habe echt keinen Platz mehr. Und es kotzt mich an, jetzt zu entrümpeln. Also, werde ich jetzt einfach ohne Aufnahme weiterspielen. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Ja, ich mache über die Nacht jetzt ein bisschen was durch. Und dann werde ich da löschen und aufräumen. Dann wird das ja schon weiter. Also, ich melde mich wieder am Ende des Spieles. Bis gleich. So, meine Freunde, da bin ich wieder. Es hat einen 2:1 Sieg gegen Wolfsburg gegeben, wie wir hier schön sehen. Also die haben uns am Schluss nochmal richtig die Hölle heiß gemacht. Ich muss jetzt auch mal richtig kämpfen. Aber das sind die nächsten 3 Punkte. Ich hoffe, es gefällt euch dennoch, auch wenn die Folge ein bisschen chaotisch war. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt SC Paderborn zu Gast bei Schalke 04. Auf Wiedersehen.